Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, es ist wirklich ein richtig kleines Zwischenvideo. Und zwar will ich euch nur einmal ganz kurz diesen Orkan-Mod vorstellen. Ja, dazu gehen wir am besten auf diese Welt hier. Und ich werde euch dann halt eben zeigen, was dieser Mod alles macht und ja, was er für eine Auswirkung hat. Oh, hier sind wir im Survival. Ja, da weiß ich jetzt nicht, wie man das craftet. Da müssen wir einmal kurz zurückgehen. Oder haben wir da etwa. Ja, natürlich kein Cheat-Mod an. Ja, ich würde gerne auf eine mit Biom gehen. Jo, was nehmen wir denn mal? Gronkhs LP-Welt. Die Let's Play-Welt von Gronkh wollen wir ja nicht kaputt machen. Ich mach mal kurz einen Cut. So, also ich habe jetzt hier eine neue Welt erstellt. Das wurde mir zu blöd. Wer kann meine Welten hier kaputt machen, ne? Bis irgendwann, dass das Böde kommen, diese ganzen Tornados von alleine. Das heißt, wenn ihr auf eurer Welt gerade was baut oder so und dann eure Sirene angeht, deswegen rate ich euch, macht immer eine Sirene an. Und dann einfach eine Sirene klingelt. Ja, da kann es sein, dass ein Tornado immer im Marsch ist. Und das ist ja nicht gerade toll. Glaubt mir. Ja, das Geile ist, finde ich, dass wenn ihr jetzt hier im Wald seid, dass wie ihr seht hier diese Blätter überall rumfliegen. Das finde ich echt geil. Ja. Hier fliegt, glaube ich, ja genau, hier fliegen grüne Blätter rum. Ich finde das richtig cool. Ja. Gut, zuerst gehen wir auf verschiedene und dann auf Tornado Gun. Shockwave Item. Oh mein, Test-Item. So. Ein Test machen hier. Ah, da baut sich jetzt so ein fettes Teil auf. Dauert jetzt schon ein bisschen. Soll erstmal generiert werden und sowas. Erstens steht jetzt hier irgendwie so in der Luft. Aber das ist egal. Wir wollen ja schließlich nur ein kleines Test-Item bauen. Oder haben. Ja, das ist jetzt hier fast wolkenhoch. Dann starten wir mal den Tornado. Ich würde sagen, wir starten den mal hier so. Steht ja meist auf hohen Bergen. Verpissen wir uns mal schnell. Ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt was hört. Das ist eigentlich schade, aber naja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das einstellt. Ja, und wie ihr seht, bildet sich jetzt hier so ein riesiger Tornado. Und der frisst dann halt eben alles auf. Und ich glaube, er geht zu diesem Turm hier hin. Ich hoffe, er folgt mir jetzt. Nee, ich will nicht nach oben gesogen werden. Ja, wie ihr seht, macht ihr hier so einiges kaputt. Ja, hier hat eine riesige Rille gezogen. Ist weggesogen. Und zieht jetzt hier zum Dschungel hin. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja. Der reißt hier alles kaputt. Und jetzt ist er über. Ja, er ist über dem Meer. Und er zieht alles. Ja, das ist halt eben, ich finde den Tornado-Mod einfach geil. Und vor allem auch diese Geräusche, weil ich verstehe mich ja kaum selber, so laut ist das nicht. Was macht das denn da? Oh, weg. Ja. Aber er soll irgendwie noch mehr Schaden anrichten. Das können wir mit dem hier machen. Sondern bewegt sich jetzt, ja, wie ihr seht, das nach da oben. Jetzt zieht er eine riesige Furche. Wow. Ja, es leckt jetzt hier irgendwie total.
an, ich werde nach oben gezogen. Sind wir auf einmal in einer ganz anderen Landschaft? Ja, und dann. Oh, er ist weg. Oh, das sieht heftig aus. Wow. Hohoho. Was ist das? What? Oh, jetzt ist er vorbei. Okay. Ja, gut, dann schon weg. Wollte ich dann da hinten wieder auf. Ja, bloß das einzige Unlogische. Ach nee, ist doch nicht unlogisch. Ja gut, die Wellen kommen hier so rein. Ja, weil ich habe eine andere Map, da sind die Wellen vom Ufer ins Meer rein. Das sah etwas komisch aus. Aber naja, das haben wir jetzt hier ja eben nicht mehr. So, was wollte ich noch zeigen? Ja, ich würde es nett finden, wenn ihr das, diese Warm Gun hier. Ja, kommen hier so Feuerblöcke. Und ich habe absolut keine Ahnung, was das sein soll. Da kommt ja ganz viel Feuer, aber ich weiß nicht, was das sein soll. Also, wäre echt nett, wenn ihr das für mich in die Kommentare schreibt. Würde ich mich drüber freuen. Ja, das sind hier nochmal so Sirenen. Das heißt, wenn ein Tornado kommt, dann ist das wie bei so einem Fliegeralarm. Macht das dann. Ja. Bumm. 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 Ah, ich finde es nicht flüssig. Und da macht das hier eine riesige Welle. Ja, macht das hier eine riesige Welle. Hier ist hier raus aufs weite Meer. Und das tut halt hier. Nee, 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 nee. Ja, oh, hoch, hoch, das ist ganz schön laggy. Kurze Cut. Ja, was ich noch vergessen habe, ist das Surfboard. Ja, wenn jetzt hier nicht alles kaputt wäre, würde ich es euch gerne zeigen. Mal gucken, in welche Richtung die Wellen gehen. Okay, in die Richtung, da müssen wir mal aufs offene Meer. Okay, geht das immer noch so? Also haben wir jetzt hier. Die Wellen gehen so. Das heißt, wir müssen das Surfboard so hinsetzen. Dann setzen wir uns hier schön brav rein. Ja, diese Windgeräusche nerven mich irgendwie so ein bisschen. Aber naja, was soll's. So, und wie ihr seht, fliegen wir dann hier so hoch, wenn eine richtig fette Welle kommt. Oh nein, wir wollen doch nicht ins Ufer. So, ein bisschen weiter raus aufs Meer. Ist ja keine Map, wo ich Häuser habe. Und dann fliegt man halt eben, wie ihr seht. Bum, bum, was ist immer? Ditch, ditch. Ja, hier, wir sind gerade hochgeflogen. Ja. Nochmal. Ja. Toll. Ist ja alles ganz lustig und schön, aber irgendwann wird das auch langweilig. So, versuchen wir jetzt mal hier ein paar hohe Jumps zu machen. Müssen ja mal ein paar fette Wellen kommen. Ja, das war's dann auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ja, ich glaube, das ist mein drittes Video, was ich auf YouTube gemacht habe. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod, wenn ihr ihn habt. Weitere Informationen werde ich in die Beschreibung noch reinschreiben. Und ja, dann. Ich werde in dem nächsten Video mal zeigen, wie mein Skype-Name ist, wie mein Facebook-Name ist und mein TS-Channel und so weiter. Dann bis dann, euer Black Zocker.